Heute machen wir wieder eine Bento-Box für meine Freundin. Natürlich kommt erstmal der Reis hier hin. So. Schwarzer Sesam. Das ist noch Karaage von gestern, was übrig geblieben ist. Den Salat trennen wir jetzt hier, den Reis. Das kommt dann hier rein. So, noch ein Stück. Etwas Gemüse darf auch nicht fehlen, deswegen hier die Karotten. So, mit Sojasauce und ein bisschen Zucker. Ein bisschen Sesamöl und fertig. Davon auch schön viel rein. Ein bisschen mehr noch. Dann noch Tomaten. Eier für Tamagoyaki, also japanisches Omelett. Die Eimischung kommt dann in die Tamagoyaki-Pfanne. Nochmal falten und fertig. Das habe ich jetzt in kleine Stücke geschnitten und sieht doch super aus, oder? Hier drauf. So, und fertig ist unsere kleine Bento-Box. Das lassen wir kurz abkühlen und dann packen wir es ein. Das Besteckset darf auch nicht fehlen. Und dann packen wir es nur noch ein in diesen Tuch hier. Fertig.